gibt eine alte, wahre Lehre. Und gute Christen glauben daran. Der Teufel, wenn er noch so mächtig wäre, hat doch den Clou, lieber Satan. Wer mutig ist und fein dabei, bleibt aller Satans Künste frei. Das hat wohl mancher schon erfahren. Doch will ich zugunsten ungläubiger Seelen als Beispiel euch noch ein Märlein erzählen. Der Teufel auf dem Katheder saß, die anderen Doktoren und derselbe. Schwarze Kunst nach eigenen Heften las. Da hat er viel Zulauf, das lässt sich denken. Es wimmelte alles auf Tischen und Bänken. Denn er verstand sich herrlich darauf und ward die Magie ihm gar zu trocken. So gab er weißlich lustige Brocken und spaßhafte Schwänke, die länger in Kauf. Das war so ganz für die Herren Magen. Kein anderes Kollegium macht ihnen Behagen. Und sie sahen das erste Mal mit Gram, bis auch das Halbjahr zu Ende kam. Das freute den Argen und er rief schließlich: Gewiss ist euch meine Weisheit erschließlich. Das ist euch allen sicher schon klar. Drum ersuche ich ums billige Honorar und bitte mir 6 Grad heraus, eine für euren Seelen aus. Wer zuletzt wird aus der Kellertür gehen, dem will und soll ich den Hals umdrehen. Wenn es euch gefällt, so mögt ihr losen. Da fingen die Herren an zu tosen, schippten den Doktor einen argen Fisch, schwuren in den Klapp unverhohlen, der Teufel soll den Teufel holen. Doch all die Ströme half da nicht, sie mussten sich endlich doch bequemen, die fatalen Würfel zart zu nehmen. War ein junger Graf, da er die niedrigsten Zahlen traf. Doch behielt er den Kopf auf der rechten Stelle und meinte: Noch gehöre ich nicht der Hölle, noch hat der Teufel mich nicht in den Klauen, drum will ich noch menschlicher List vertrauen. Drauf stellt sich der Teufel zur Kellertür und ließ einen nach dem anderen passieren. Und als der Graf als der letzte kam, der Teufel ihn bei der Kehle nahm. Der aber schrie: Hast keinen Teil an mir, das Los traf mein Hintermann hier. Und wies auf den Schatten an der Wand, denn die Sonne dem Keller schief überstand. Da hielt ihn der Teufel länger nicht, denn war geblendet von Sonnenlicht. Und packte wütend im Argenbahn mit seinen Klauen den Schatten an. Der Graf schlüpfte bellend hinaus und lachte den armen Teufel aus. Doch noch was Wunderbares sich fand, denn als er nicht der Sonne stand, erschraken alle und standen sehr. Der Graf warf keinen Schatten mehr.